den Wahlbericht gesehen? Ich meine, Alter. Wenn das rauskommt, wird man uns in Stücke reißen. Das wird aber keiner rausfinden. Na, will ich hoffen. Und die paar, die was wissen, wir kümmern uns um sie. Abschlachten. Direkt. Ach, jetzt guckt er mich an. Okay. Zugriff gewährt. Jo. Nee, nee, ich will nochmal zurück. Halt. Weil ich will ja nochmal zu den Typi. Nicht, dass wir hier diese Mission verpatzen. Das wäre richtig doof. Ist weg. Scheiße. Also das ist jetzt ärgerlich. Den hätte ich jetzt noch mitgenommen. Ich will eigentlich schon so viel wie möglich mitnehmen. Ich weiß, dann ist das Spiel ultra lang, aber es wäre halt schon cool gewesen. Doof. Ja, jetzt ist er einfach nicht mehr da. Wenn ich auf M gehe, das ist die Map. Vielleicht findet man den ja später nochmal auf der Karte. Ich glaube es zwar nicht, weil das war wahrscheinlich so eine einmalige Gelegenheit, aber egal. Probieren wir es. Diese Schuhe, ne? Klatsch, 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 klatsch. Ach, das sah gerade aus wie so ein Scanner. Ui. Ui. Ein Raumschiff. Kann ich mit dir reden? Herr Officer? Herr Officer, entschuldigen Sie. Stressball, den brauche ich mitnehmen. Ich den in den Kopf werfen. Ich denke da mal gar nicht dran. Ist das vielleicht stressig, wenn ich so viel hin und her renne? Ist das stressig? Nervt euch das? Nerven euch andere Dinge? Das wäre mir ja egal, aber... Ich glaube, das Rennen könnte vielleicht beim Gucken vielleicht ein bisschen störend sein. Ich will halt manchmal so von Ort zu Ort schneller da sein. Ich hoffe, das ist für euch okay. Was steht da? Uzu Fleluka. Genau. Ja? Kann ich dir helfen? Ich kann leider nicht antworten. Sorry. Ui. Ah, andere Seite. Oh, geil. Ne, also wenn sowas irgendwann mal wirklich möglich ist, ah, schön. Hör ich Bock zu. Bitte nennen Sie Ihr Ziel. Zeig mir die Bezirksanalyse. Genau. Verstärkte NCPD-Präsenz und Aktivität in Haywood. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen. Abgefangene Funknachrichten sprechen für einen Max-Tech-Einsatz in der Gegend. Großflächiger Ausfall des Stromnetzes gemeldet in Santo Domingo. Aktivitäten in allen anderen Bezirken weisen keine Abnormitäten auf. Ich kann ja eh nur dahin. Aber geiles Schiff, also wirklich geiles Schiff. Bitte nennen Sie Ihr Ziel. Ja, neues nicht so Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Ja, trink nehmen. Das wollen wir. Hier sind die N54 News mit einer Eilmeldung für geil. Sie. Geil, geil, geil. Eine Konferenz des Europäischen Weltraumrats wurde plötzlich durch einen Fehler im Neuralstabilisationssystem unterbrochen. Oh, hat der einen Durst. 5 Mitglieder des Europäischen Weltraumrats sind tot. 3 weitere in kritischem Zustand. Nach einer möglichen Erklärung für den schockierenden Vorfall wird noch gesucht. Die Ratsmitglieder benutzten alle von Biotechnica zur Verfügung gestellte Geräte. Der Konzern hat noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Unser Reporter ist vor Ort. Wir bringen Ihnen die neuesten Entwicklungen in Echtzeit. Bleiben Sie dran für die neuesten Nachrichten. Wow. Also ja, ich habe ja gesagt, ne, dieses Cyberpunk-mäßige gefällt mir ja gar nicht grundsätzlich. Aber da muss ich mal kurz reingehen. Hallo, wie? Ja, wir hatten doch erst Ende der Woche einen Termin.
Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Ja, weiß ich. Bei dir alles in Ordnung? Ein vorübergehendes Ärgernis, sonst nichts. Kein Grund zur Sorge. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. 3-mal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Cool. Ja, ich habe ja gesagt, dieses Cyberpunkige finde ich ja nicht so geil, aber diese Welt. Eieiei. Das sieht schon sehr geil aus. Auch wenn das alles so ein bisschen abgefuckt ist, aber ich gehöre ja hier zur Elite, also von dem her. Wenn ich hier mit solchen Schiffen fahren kann, ist das alles gut. Ausgewiesener Landepunkt am Zielort ermittelt werden. Ja, das ist aber doof. Lande einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf 9 Parametern. Parameter. Okay. Ja, ich hoffe, da passiert nichts. Ich bin noch nicht bereit für Kämpfe. Landeplatz? Du hättest uns umbringen können! Schatz, Alter! Nein, hey, Amy! Wir wollen echt gerne Ärger mit dir! Alter, geil! Okay, okay, cool. Na du, kann ich dich boxen? Nee. Warum passiert sowas? Eieiei. Das. Ei. Ich befürchte Schlimmes. Wenn man hier alles mitnehmen kann. Ah, Ball werfen. Will man hier Ball werfen? Alles klar. Also, die Soundeffekte sind schon sehr laut. Ich hoffe, das geht irgendwie einigermaßen. Ich sehe das ja dann. Man muss hochladen. Handel, nicht reden! Siehst nach Ärger aus. Halt ein Auge auf den AV, okay? Dafür werde ich nicht bezahlt. Ich kann nicht bezahlen. Das war keine Bitte. Wenn ich zurückkomme, hat er keinen Kratzer. Willkommen im Lesis. Oh. Ich habe gerade zu tun. Okay, okay. Mensch, jetzt geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ich würde gern so ein bisschen die Welt erkunden. Was läuft in der Kurse? Mit den Leuten reden. Es sieht schon fancy aus. Mhm. Lichtreflexion. Schick. Kann ich hier irgendwie Analysen starten oder sowas? Mal so das Gebäude scannen. Ob es hier Gefahren gibt. Ja? Willst du was loswerden? Ja. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Hm, ja, danke schön. Küss meine Titten, du Freak! Küss deine Augen. Toilette, okay. Ich finde es immer voll schade, dass man sich im Spiegel gar nicht bedachten kann, dass sie immer so matt sind. Diese futuristischen Spiegel.
irgendwie schade, ne? Irgendwie, ich denke mir so, als wenn du so weit irgendwie gehen kannst. Also klar, es ist Open World, aber dass es da irgendwas zu entdecken gibt, so was zu mitnehmen. Alter, dieser Bass, ne? Da vermisst man den Club gleich noch viel mehr. Lass mich in Ruhe. Ne, ich will erstmal hier tanzen gehen. Suchst du jemanden? Ah. Das sieht eigentlich aus wie mein Coach, aber... Ja, da braucht man dann keine Rocks mehr, ne? Cuidado! Ni hao! Pass auf! Ganz ruhig. Si? Hallo? Si? Si, si, Junior. Ich würde mich echt gerne nochmal im Spiegel sehen. Das wäre schon echt super. Aber, ja. Was war das denn? Was zum? Alter, ist das eine kranke Mucke. Wir nehmen alles mit. Oh. Rückkehr, Vampir. Ja. Lesen wir jetzt mal nicht. Aber hier war doch noch irgendwas zum Looten, oder? Looty, looty, loot. Wo geht's hier hin? Ah, DJ Area. Alter, die hat's drauf. Geile Mucke. This is the century. Alter, schön. Ich frag mich halt auch, wenn ich hier die Euros klaue. Ist das eine geile Mucke. Alter Schwede. Wenn ich hier die Kohle nehme, ob das irgendwie einen Einfluss auf mein Karma hat. Also, das ist ja eigentlich ja Clown, wenn man das so sehen kann. Ich meine, es liegt so rum, ne? Kotze. Ja. Wie geht's denn so, Herzchen? Ja? Was gibt's? Geile Mucke. Du bist neu hier? Mhm. Verpiss dich! Hab genug von Maden wie dir. Lass es einfach. War ich das wirklich wert? Jeden Tag das Gleiche. Keine Zeit. Im neuen Laden. Waren gestern da. Den Rest habe ich vergessen. Schön. Ah, hier blickt auch was. Das ist schon mal gut. Ich habe gerade zu tun. Weil der Wok, was du einsteckst, ist, was du kriegst. Oh. Ja. Was auch noch. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Alter, ist das geil. Ah.
heile Mucke. Hola, ¿estás bien? Da habe ich Bock zu feiern. This is the century. Interessant, hier drin kann ich überhaupt noch gar nicht rennen. This is the century. Also ist die Glocke laut. Na? Na, willst du etwas Spaß haben? Mit dir nicht, danke. Nichts ist gratis. Genau. Wundert mich gar nicht. Nein, nein, mir geht's gut. Danke. Mir geht's gut. Kartenrohr! Ich arbeite nicht, Jackson. Wann habe ich bitte jemals Scheiße gebaut? Im Ernst? Wo soll ich anfangen? Eieiei, das ist echt. Danke, aber ich und sag mir, warum du so mies drauf bist. Auch schön, dich zu sehen, Jack. Wie geht's dir? Valentinos und Maelstrom liegen ständig im Clinch. Gibt eine Menge Eddies zu holen, wenn man sich nicht umbringen lässt. Du weißt ja, wie es ist. Kann mich nicht beklagen, aber hier geht's nicht um mich. Sieht auf jeden Fall von kleinen Problem vertrauenswürdig aus. Jackie, ehe ich loslege, das muss unter uns bleiben. Por supuesto. Ich mein's ernst. Ja, klar. Diese Sache könnte mich ruinieren. Ich doch auch. Du weißt schon, mit wem du redest, oder? Ist nicht mein erstes Barbecue. Ja, okay. Denk an Mexiko, an der Grenze. Mexiko. Ich nur ein Wörtchen gesagt. Ich weiß, du hast mir den Arsch gerettet. Hättest du nur ein Pieps übers Kartell gesagt. Hab ich aber nicht. Und hier wird's genauso sein. Deshalb bist du zu Jackie gekommen. Aber es ist interessant, ne? Also wenn man nicht gleich direkt diese Auswahl trifft, da kann man auch so einen Dialog führen, erfährt ein bisschen mehr über diese Beziehung genau. Und, dauert das lange? Ja, sorry. Datensplitter. Nimm ihn. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm, genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Ja, ich brauche eigentlich jemanden, den ich vertrauen kann. Ist schon.
Heikle Sache, ich weiß. Wichtig. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ja. Das ist keine heikle Sache, Hermano. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt kann ich. Betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Mamita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Ja, komm. Auf das hier. Soll das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Nicht das hier. Das bedeutet doch nichts. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Nee. Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer, deine Seele gehört den Arasaka-Teufeln. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. So sind die Regeln, Jack. Wer nach oben will, muss sich eben richtig reinhängen. Tja, du bist aber nicht oben, sondern Saburo Arasaka. Du bist nur der Pendejo, der ihn dort hält. Arbeite für dich, lebe für dich, ist der einzige Weg. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleibe ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Oh oh. Ihr seid vom Arasaka HQ. Gibt's ein Problem? Geht's um Frankfurt? Wir sind wegen dir hier. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Nö. Wie waren Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ach, fuck! Ach. Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Wie zum Henker? Habt ihr es rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Oh. Die Daten, sofort! Ich will es aber wissen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Scheiße. Fuck. Die Daten sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Was das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit. Komm schon, los! Ja, ich bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Und könnte ungesund für euch sein. Kollege. Klaro. Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Ach, das war so klar. Das war knapp. Hijos de la chingada. Wie? Alles klar? Nee. Wie fühlst du dich? Scheiße. Ja. Richtig. Scheiße. Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Dabei ging es dem Feuer nicht, nicht so gut. Ein kleiner Primito auf den Zug war. Schüttelfrost, zittrige Hände. Kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey, hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder
Ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Ja, kein TT mehr für mich, Jack. Genau wie keine Biocam-Steuerung, keine Konzernwohnung und kein Bankkonto. Alles weg. Jesus, die Wichser sind schnell. Aber du fühlst dich okay? Ich meine... Gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Ja, ich weiß, was er will. Oder was er meint. Nee, wir sind nicht so viel. Du willst sagen, ich habe noch einen Freund? Bin ich so pessimistisch. Das ist nett. Nein, Dumpfbacke. Du hast immer noch die Kohle für den Job, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Genau, Cabron. Jetzt geht's erst los. Der hat doch die Daten auch im Kopf, oder nicht? Hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Wie? Wie? Hey, Hermano. Dein neues Leben beginnt genau jetzt.